Moin Moin und willkommen zu einem weiteren Video zu Super Mario Maker 2. Es geht gleich weiter mit dem zweiten Teil der Super Mario World von Cyan Gamer. Euch jedenfalls viel Spaß dabei. Es gibt insgesamt 40 Level zu spielen in 8 Welten. Wir haben jetzt im letzten Video ein kleines Päuschen dann nach der vierten Welt eingelegt. Das heißt, wenn wir jetzt hier auf Fortsetzen gehen, springen wir jetzt in Welt 5. Ihr seht es links oben eingeblendet. Wir haben 30 Leben zur Verfügung. Und ich würde sagen, wir schauen uns natürlich auch jetzt mal umgehend das erste Level an. Ja, für diejenigen, die das letzte Video nicht gesehen haben, ne, erstmal Schande über euch. Nein, Quatsch. Man konnte schon sehen, worauf Cyan Gamer hier aus ist. Ja, das sind ja klassische, entspannte Mario-Level, so wie man diese eben kennt. Und ja, bis hierhin hatte ich eigentlich mit den ersten vier Leveln eigentlich eine ganz gute Zeit gehabt, wenn ich das so sagen kann. Jetzt geht es aber darum, das habe ich auch abschließend im letzten Video auch nochmal gesagt, dass es jetzt ruhig auch schon mal noch ein bisschen schwerer werden kann und darf. Ja, also da hätte ich jetzt absolut nichts dagegen. Und ich würde sagen, wir bleiben einfach mal gespannt, ne, was hier auf uns jetzt noch alles wartet. Erstmal ein großer Goomba, der uns fast auf den Kopf springt. So. Dann gucken wir mal. Die 30er-Münze, die nehmen wir dann natürlich mit. Auch hier, das bleibt alles, ja, wie auch in den Leveln zuvor, ne? Cyan Gamer versucht hier natürlich auch immer, ja, die großen Münzen mit einzubauen. So wie man das ja auch zum Beispiel eben von den Mario-Spielen kennt. Und auch da versuchen wir natürlich auch möglichst viele dieser großen Münzen auch mitzunehmen. So, da oben ist nichts mehr. So, wir warten nochmal, bis der Koopa da auch hier wieder ein bisschen an Höhe gewinnt. Da haben wir es dann geschafft. Ja, gut. Wäre gerne nach oben an die Spitze gekommen, aber es hat wohl nicht sein sollen. Sollen sein. Aber wir beenden trotzdem mal das Level. Auch das war jetzt eigentlich recht ordentlich. Auch da habe ich ja im letzten Video schon mal gesagt, wenn ich so ein Level jetzt in die Endlos-Herausforderung reinbekommen würde, würde ich dafür sicher ein Herz da lassen. Das liegt aber einfach darin, weil die Spanne in der Endlos-Herausforderung, die ist halt extrem, ne? Von grottig schlecht bis halt extrem gut. Und ich würde es jetzt nicht als extrem gut bezeichnen erstmal, ja, diese Level. Da habe ich doch schon viele andere Level gesehen, die, ja, noch besser waren, vielleicht Funktionen haben, die ich selten sehe, sage ich mal. Ja. Aber ich sage ja, das sind eigentlich durch die Reihe alles solide Level. Aber da muss ich tatsächlich auch die Latte auch ein bisschen höher legen. Ne? Wenn ich da Herzen vergebe, da muss ich tatsächlich wirklich was haben, wo ich sage, jo, die Idee ist eigentlich ziemlich gut gemacht, ist auch gut umgesetzt. Ja. Jetzt glaube ich, habe ich da oben jetzt, ja, jetzt habe ich die 30er-Münze verpasst. Da komme ich auch jetzt so nicht mehr hin. Mal gucken, da ist noch eine Röhre. Ja, jedenfalls lege ich für mich einfach, wenn ich so eine Super Mario World habe und ich weiß ja prinzipiell, worauf ich mich da einlasse, da ist die Latte etwas höher. Ne? Also wundert euch nicht, ne? Wie eben schon gesagt, in der Endlos-Herausforderung würde ich für viele solcher Level würde ich ein Herz da lassen. Hier muss halt schon wirklich was ziemlich Gutes dann auch dabei sein. Und im letzten Video hatte ich tatsächlich auch dann, glaube ich, zum Ende raus auch mal, ja, 2 oder 3 Herzen vergeben. Ne, weil es eigentlich doch ganz, ganz cool war, das ein oder andere. Und dann gucken wir mal, was wir denn doch noch hier so Cooles reinbekommen. Ja, jetzt ist gerade wieder der Speedrun-Brian am Start. So, dann gucken wir mal, ob der nochmal... Ha! Mist. Ja, wäre ich natürlich auch gerne nochmal an die Spitze rangekommen. Hat auch mal wieder nicht funktioniert.
Auch hier sehr schön gemacht. Das Level kann man ja eine Minute schneller beenden. Man konnte es gerade eben noch kurz erkennen. Aber auch hier, das hat jetzt nicht höchste Priorität. Ne? Ich muss hier keinen Speedrun machen. Ich brauche jetzt nicht unbedingt die Rekorde. Toxic Wasteland ist das nächste Level. Ja, und eins kann ich euch sagen, jetzt diese Pause, die ich hier eingelegt habe, die war schon vonnöten. Also das kann ich echt zugeben. Bei den Temperaturen, die wir jetzt draußen auch haben und natürlich auch jetzt hier drinnen. Also mal unabhängig davon, wie warm es draußen ist. Durch die ganze Elektronik, die hier funktioniert oder da läuft und dann auch noch die ganzen Lampen, die natürlich mich entsprechend hier ausleuchten. Ich sage euch eins, Leute, da wird es irgendwann wird's heiß. Und insofern war diese Pause, die ich da jetzt eingelegt habe, wirklich notwendig. Weil irgendwann bist du bei den Temperaturen, die dann da herrschen im Raum, da wirst du irgendwann bist du einfach komplett Maggi, wie wir so schön sagen. Ja? Das nochmal kurz erläutern, warum ich jetzt hier bei der Hälfte der Super Mario World eine kleine Pause einlegen wollte. Ja, ihr wisst ja, das ist ja der gläserne YouTube-Kanal, wenn man so möchte. Ja? Ich verheimliche hier eigentlich gar nichts vor euch. Ja? So, ich sollte jetzt aufhören mit meinem dummen Gequassel hier. Und mich mal vielleicht eher aufs Spielen konzentrieren. So, da können wir durch die Röhre. Gucken wir mal, was wir da haben. Oh. Okay, was nehmen wir denn? Komm, ich nehme mal den Propeller plus den Stern. Gut. Alles klar. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also die 30er-Münze, klar, die nehme ich mit. Ist kein Problem. Aber warum jetzt den Stern und noch den Propeller, wenn ich eh zum Ziel komme? Hm. Keine Ahnung. Gut. So soll es dann sein. Ja, und wie auch schon im letzten Video, ne, also wir hätten jetzt prinzipiell die Möglichkeit, auch direkt zum Schloss zu gehen und den nächsten Boss zu besiegen, aber ich möchte eigentlich gerne mal alle Level hier mitnehmen. Und schauen, was halt Cyan Gamer Schönes, ja, gebaut hat. So, dieses Level hat den Namen Weighing Woods. Auch hier, das hatten wir natürlich auch im letzten Video. Wir bleiben dem Thema in dem Fall treu. Oh, trifft der mich da genau mit dem Hammer, ne? Das ist doch der Hammer. Ah. Ja, wie eben schon gesagt, also man bleibt sich hier auf jeden Fall dem Thema treu, ne? Wo wir uns auch, sage ich mal, in der Overworld befinden. Komme ich da nicht hoch? So, das sieht etwas besser aus. Ich würde sagen, wir springen einfach da links hoch. Wir versuchen mal hier die Feuerblume mitzunehmen. Oh, ah ne, ich wollte gerade sagen, können wir da durch die blaue Röhre? Ah, was mache ich denn? Ah, Sekunde mal, ich will wissen, ob da oben noch irgendwas Interessantes für uns ist. Tja, bis auf Münzen ist da erstmal nichts Besonderes. Ach Mensch. Nein! Ah. Gut. Jetzt machen wir es kurz und schmerzlos, das Ganze. Schön, schön. Nehmen wir auch so mit. Es geht dann jetzt ins fünfte Schloss, das heutige erste dann. Volcanic Castle.
Ah, müssen wir mal gucken, wie hoch steigt die Lava. Ah, okay, das heißt, hier sind wir noch sicher. Auch da, die 30er Münze packen wir mal ein. Gucken wir mal, ob wir hier vielleicht eine Feuerblume haben. Haben wir nicht. Boah. So, Vorsicht. Ja, hier sind wir auch noch safe. Ah, da ist der Propeller, sehr gut. Ja, da ist noch eine 30er Münze da unten. Da will ich auch mal eben kurz gucken, dass wir da drankommen. Sehr gut. So, was haben wir hier? Da ist eine Röhre, da kommen wir auch durch. Mhm. Ich frage mich, haben wir jetzt da was geskippt? Nein. Da oben ist nochmal die Röhre, also viel weiter sind wir jetzt nicht nach vorne gekommen. Ja, okay, okay, okay. Ja, jetzt ist das genau das Ding, was ich eben schon mal angesprochen habe. Ne? Es darf jetzt ruhig auch ein bisschen anspruchsvoller werden. Und das Ganze mit den 5 Piranha-Pflanzen, die da oben schön mit Feuer spucken. Oh, das gefällt mir auf jeden Fall. Oh, wir müssen aufpassen, denn da steigt auch die Lava. Das weiß ich natürlich nicht. Steigt die immer weiter hoch und ich hätte vielleicht vorher mal ins Ziel springen sollen. Nein. Wir sind auch sicher, aber ich will trotzdem mal gucken. Ja, okay, da hat man jetzt nicht mehr noch was hingebaut. Vielleicht nochmal so einen versteckten Blockhall. Ne? Was auch sonst. Ja, ich bin auch jetzt hier kurz davor, ein Herz dazulassen. Muss es gerade nochmal Revue passieren lassen, das Level. Ja. Ja. Ich fand jetzt halt einfach den Bosskampf, den fand ich jetzt, ne, bisschen anspruchsvoller. Weil es ist jetzt kein Hexenberg, müssen wir auch mal dazu sagen, ne? Also diese 5 Röhren mit den Piranha-Pflanzen da oben. Da haben wir auch schon innovativere Sachen gesehen, aber ich sag ja, die Schwierigkeit wird ein bisschen angezogen. Insofern würde ich dafür einfach mal ein Herz da lassen. Gehen jetzt mal hier in das erste Level rein, das wir eigentlich gar nicht spielen brauchen, denn das ist eigentlich jetzt nur so ein Bonus-Ding. So, Dasher Desert. So heißt dieses Level. So, müssen natürlich auch hier wieder auf die Sonne achten. Ne? Denn auch hier die Sonne, wenn sie uns trifft, dann verpasst die uns erstmal einen ordentlichen Sonnenbrand. Ja, und kaum spreche ich es an, wird die Sonne erstmal schön von dem Koopa oder von dem Panzer abgeschossen. Ah, guck mal hier, das schreit doch schon wieder förmlich danach, dass wir hier ganz viele Münzen haben. Und ich wollte gerade sagen, wenn wir jetzt hier noch eine Liane drin haben, das hat dann auch so krasse Mario-Vibes. Aber haben wir leider nicht. Ja, gut. So, was haben wir da unten? Da ist auch noch ein Block. Vielleicht versuchen wir mal eben den zu nehmen. Schmeißen einfach mal hier. Oh, ich habe auch einfach ein Talent dafür, ne? Die Shell zu schmeißen und einfach anschließend mit dem Feuerball das Ding abzuschießen. Okay, komm. Ich will es auch jetzt nicht weiter riskieren. So, da haben wir einen Checkpoint. Da ist eine Röhre. Wir gucken erstmal noch, was wir hier oben haben. Ja, 30er Münze. Sehr gut. Ach, guck mal, da ist noch eine. Interessant. Ja, gut, ich gehe mal davon aus, dass bestimmt doch hier dann in dem Block muss doch dann eine Liane drin sein, oder?
weil ich hab's ja gerade eben schon, ich hab's ja eben schon dagegen geworfen. Was soll ich, also was soll ich noch anderes machen? Ach, jetzt macht er es. Habe ich gerade eben zu, hab ich zu nah vorne dran gestanden, dass er dann keinen Schwung mitnehmen konnte? Wahrscheinlich. Gut. Haben wir das auch. Schnell durch die Röhre. So, da meldet sich die Sonne wieder. Okay, wir gucken mal eben. So, mal gucken, wie tief der Koopa fliegt. Okay, der fliegt auf jeden Fall so tief, dass man da die Münze sich schnappen kann. Und dann anschließend vom Koopa weiter springen. Also genau so. Sehr gut. Alles klar, durch die Röhre und dann gehe ich doch stark davon aus, dass wir jetzt gleich auch am Ziel ankommen. Okay, da sind wir. Dann beenden wir das Ganze mal. Ja. Auch hier wieder, ne, es bedarf eigentlich nicht allzu viel, ne, um ein, ja, doch schönes Level zu bauen. Und das war auf jeden Fall eins und da bin ich eigentlich auch schon wieder kurz davor, ein Herz da zu lassen. Komm, wir machen es mal. Das hat mir ganz gut gefallen, auch von der Länge einfach, dass das jetzt nicht so ganz kurz ist, weil wir hatten es eigentlich auch schon häufiger gesehen, dass der Rekord immer bei 20 Sekunden liegt. Ich komme da nicht dran, ansatzweise, ist klar. Ist aber auch jetzt nicht das, was ich vorhabe jetzt hier, ne, in den Videos. Aber das hat eigentlich doch schon eine gesunde Länge, wenn ich das so sagen darf. Dinosaur Dunes. So, mal kurz gucken. Ah, diesmal können wir nicht durch die Röhre, aber da unten doch bestimmt, oder? Kurz mal gucken, was wir hier haben. Wir gehen nochmal eben zurück. Ich möchte doch nochmal eben kurz checken, ob hier in der Röhre... Ja, da ist nämlich etwas. Das nehmen wir natürlich gerne mit. So, und die eine packen wir auch noch ein. Dann sind wir bei 99. Dann fehlt also noch eine Münze. Und da haben sie auch... Da haben wir einen Checkpoint. Sehr schön. Ja, Sekunde mal eben. Da geht's weiter. Zack, durch die Tür. Also das gleiche hatten wir schon mal. Also wenn wir jetzt straight ins Ziel kommen... Und ja, genau so kommt es. Dann haben wir exakt das gleiche, was wir dann vorhin auch schon mal hatten. Den Sinn habe ich noch nicht so ganz dahinter verstanden, um ehrlich zu sein. Weil was soll ich jetzt mit dem Propeller anfangen? Ich kann den eh nicht brauchen. Fürs nächste Level, der ist ja gleich wieder weg. Insofern. Ist es eigentlich gehüpft wie gesprungen? Jugemu Junction. Bam. So. So, schnappen wir uns erstmal das Wölkchen. Checkpoint nehmen wir mit. Da, da, da.
Ah, mal gucken. Ja, da ist eine 30er Münze. Ich hatte gerade eben schon gedacht, dass, oder gehofft, dass da vielleicht eine Röhre ist. Ach, Leute. Jetzt habe ich schon die Wolke und kann mich eigentlich frei in der Luft bewegen und ich habe es immer noch nicht da oben an die Spitze dran gekommen, ne? Ja, hoppala, Entschuldigung, jetzt habe ich gerade das Mikrofon berührt. Das war keine böse Absicht. Muss nur mal mein Kopfhörerkabel mal zur Seite schieben. So, wir gucken uns das vorletzte Level an. Also für diese Welt, nicht für dieses Video. Pillar Path. Oh. Da müssen wir hier hin. Ja. Okay. Ah, wir gehen mal durch die Röhre. Auch da werden wir sicherlich jetzt wieder irgendwo, ne, in den Raum kommen. Ah, schade. Das war ein Griff ins Klo. So, komm. Ah, auch das Level hatte auf jeden Fall was. Ich mag halt, wenn man diese Blöcke da hat, die dann, ich sag mal, so ineinander verbaut sind, wo du halt entsprechend dir teilweise den richtigen Weg sonst da raussuchen musst, um da durchzukommen. Ja, nehmen wir mal gerne so mit. Ja. Gehen dann schnell ins nächste Level rein, das zugleich auch dann das nächste Schloss ist hier in Welt Nummer 6. Sawblade Castle. Ja, es ist einfach so typisch, ne? Es ist auch einfach, es passiert auch einfach immer, ne? Ich bekomme gerade einen Pilz und ich weiß nicht, was mit mir da los ist. Scheinbar werde ich da komplett übermütig, weil ich mir denke so, ja gut, jetzt kann mir ja nichts passieren in der Hinsicht. Und ich verliere einfach eine Sekunde später wieder mein Power, ey. Ach. Das war auch gerade sinnbildlich dafür. Okay. Ah, mal kurz gucken. Was gibt es Schönes? Eine Feuerblume. Die nehme ich gerne mit. So, da ist noch eine Feuerblume. Sehr schön. So. Ich dachte ich so, komm, bist du so schlau? Wartest du ab, bis der Knochen trocken da drüben ist und dann kannst du den so als Trampolin auch nutzen. Oh, das mal wieder ein absoluter Fehlgriff von mir. Oh Mann, ey. Oh Mann. Tja, da ist er wieder. Diesmal hat er aber keine Verstärkung, abgesehen von den Flügeln. Das, muss ich sagen, sehe ich dann doch wieder als einen kleinen Rückschritt. Ja. Weil das finde ich jetzt nicht ansatzweise so schwer, wie das beim letzten Boss der Fall war. Ich sag ja, da bin ich eigentlich mal ein Freund davon, dass das dann doch schon mit der Zeit einfach ein bisschen kniffliger werden darf. Aber wer weiß, vielleicht ist das ja noch nicht alles. Vielleicht kommt er jetzt nochmal und dann... Nein.
Da ist das Ziel, wir beenden das Level. Ja. Auch hier, also wenn jetzt der Bosskampf nochmal eine Stufe draufgesetzt hätte von der Schwierigkeit, muss auch jetzt nicht extrem schwer sein, da hätte ich auch dann sicherlich ein Herz für dagelassen. So, wie schon gesagt, ist es für mich jetzt eher ein Rückschritt, weil der Bum-Bum mit den Flügeln, boah, also da musst du schon einen ganz schlechten Tag haben, um mit dem Probleme zu bekommen. Daher. Nun denn. Trotzdem müssen wir sagen, ist das immer noch alles solide, Leute. Ne? Nicht falsch verstehen. Space Junk Cluster. Das sind immer noch ordentliche Level, die wir hier zu sehen bekommen. Da freue ich mich ja schon wieder auf die nächste Endlos-Herausforderung. Weil da wieder eine Perle nach dem anderen uns hier reingespült wird. Ja, in eben die besagte Endlos-Herausforderung. So, wir versuchen es mal so, ne? Das ist natürlich jetzt hier auch machbar, ne? Mit dieser, ja, Zero Gravity ist ja nicht ganz richtig. Ein bisschen ist ja noch was da. An Erdanziehung. Aber ja, wenn man eben jetzt so schwerelos ist, dann kann man diesen Sprung immer gut nutzen, um da auch wieder an Höhe zu gewinnen. Was jetzt bei normaler Erdanziehung halt eigentlich gar nicht möglich ist. Ich hätte mal gerne mal gewusst, was denn jetzt da rechts unten noch ist. Um ehrlich zu sein, will ich jetzt auch keine Experimente machen, sondern gerne das Ganze dann beenden. Alsbald. So, Checkpoint. Ah, guck mal. Gerade sagen, ne? Wir haben hier alles im Griff, Leute. Ich will zumindest mal gucken, ob wir hier noch irgendwas haben. Nein, natürlich nicht. Ach, guck mal. Ich habe es doch ausnahmsweise mal an die Spitze geschafft. Ich kann es nicht glauben. Ja. Auch hier wieder verhältnismäßig langes Level, ne? Wo wir sonst immer diese Level haben, wo der Rekord so bei 20 Sekunden steht. Hier steht er jetzt bei 1 Minute und 10. Da merkt man schon, da ist ein bisschen mehr dahinter. Nee, da irgendwie fehlt ja auch noch ein bisschen was, um jetzt wirklich ein Herz dafür dazulassen. Springen schnell ins nächste rein. Ich würde sagen, wir nehmen mal hier oben das Level und gehen dann anschließend zu den Zweien, die wir unten haben. Ice Desert Chill Planet. Na, Vorsicht. So, da unten haben wir einen Checkpoint. Bam, bam.
So, ich wollte schon gerade sagen, ne? Also wir haben ja hier überall auch die Blöcke, die wir dann wegschmelzen können. Aber dafür brauchen wir natürlich eine Feuerblume und da ist sie dann auch zur Stelle. Boah. Okay. Sehr gut. Jetzt muss ich aufpassen, nicht, dass ich jetzt gleich noch den Weg so kaputt mache, dass ich da nicht mehr durchkomme. So, einmal da drüber. Und da sind wir auch schon am Ziel. Auch ganz okay gemacht. 46 Sekunden der Rekord. So. Wir könnten jetzt auch schon zum Schloss, aber wie eben schon gesagt, ne, wir machen alle Level, die wir hier vorfinden, die werden alle gespielt. Spike Top Space Town. So. Da müssen wir rein. Oh nein. Kann schon sagen, da müssen wir doch eigentlich auch über den Wall Jump, müssen wir doch auch sicherlich da hochkommen. Und auch da, gerade spreche ich es aus, erwischen wir erstmal einen versteckten Block. Nichts mehr. Feuerblume. Liegt aber jetzt bei den auf dem Mannschaften drauf, ne? Da kann ich ihn auch dann einfach liegen lassen, weil das bringt herzlich wenig, ne? Nein. So, hier ist jetzt Vorsicht geboten. Weil die Blöcke sonst nämlich genau wie jetzt wieder zu den Münzen sich umwandeln. Moment mal eben. Mhm. Ach so, ja gut, das ist schon das Ziel. Dann versuchen wir auch hier mal wieder oben dran zu kommen. Auch das funktioniert sehr schön. Oh yeah. Mario Time. Mario Time. Ich glaube, viel muss ich nicht mehr dazu sagen. Schauen wir uns jetzt das vorletzte Level für diese Welt an. Da bin ich mal gespannt, ob jetzt wirklich jedes Level mit dieser Zero Gravity Einstellung haben. Mancha Moon. So. Okay. Ah, jetzt habe ich natürlich die Shell komplett kaputt gemacht. Eigentlich hätte ich die gerne unten nochmal reingeworfen, da wo die 30er-Münze war. Die Münzen zeigen nach unten, ne? Ich wollte schon sagen, weil dann müssen wir doch sicherlich auch unten her, oder? Naja, sehr gut. Hm.
ist noch die gelbe Röhre. Ah, okay, komm, wir beenden das. Keine Ahnung, ob ich jetzt irgendwo die gelbe Röhre da übersehen habe. Scheinbar ja, also... Hätte aber sicherlich auch nochmal zu einem Bonusraum geführt. Ja, komm, ich würde mein Herz dafür dalassen. Hat mir jetzt eigentlich noch ganz gut gefallen. Und spielen jetzt gleich das vorletzte Schlosslevel. Und es wird wieder extrem warm, meine Lieben. Supernova Castle. Auch dahingehend begrüße ich das tatsächlich, dass ich dann gleich auch nur noch in Anführungszeichen eine Welt zu spielen habe. Das hört sich ein bisschen komisch an, ne? Das ist ja irgendwie, als ob ich gezwungen bin, das zu tun. Das ist natürlich nicht der Fall, ja. Aber... Ja, wie eingangs schon gesagt, es ist einfach unfassbar warm, Leute. Es ist echt teilweise nicht mehr zu ertragen, nicht mehr auszuhalten. Daher sehne ich auch hier wieder eine Pause herbei. Aber ein paar Level müssen wir erstmal noch spielen. Oh, das sah elegant aus. So, mal gucken. Den erwischte der jetzt nicht, ne? Schade. So, hier sind wir noch safe. Ja, aber hier, das gefällt mir auch ganz gut, ne? Mit den Plattformen, die da von links nach rechts sich bewegen. Ich bin mir eigentlich recht sicher, dass wir auch so eine Technik mal in einem richtigen Mario-Spiel, glaube ich, hatten, oder? Irgendwie kommt mir das doch recht bekannt vor. Oh. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es dafür einen Bonus gibt. Ja, gut. Klar, was soll es auch anderes geben als eine 30er-Münze? Aber man konnte schon sehen, ne, mit diesen Absperrungen, dass das jetzt so eine kleine Skill-Challenge war, wenn man so möchte. Ne? Haben wir auf jeden Fall gemeistert. So viel können wir sagen. So, mal gucken, ob ich es hinbekomme, die ganze Zeit einfach nur in der Luft zu bleiben. Ohne den Boden zu berühren. Um Bum Bum zu besiegen. Nein! Ach, das ist ärgerlich. Da war ich wieder etwas zu früh. So. Eben hier nochmal abchecken. Ist hier oben nochmal irgendwas? Eine 30er-Münze vielleicht? Nee, die haben wir nicht. Das ist aber dann auch okay. Ja. Jetzt lass mich mal kurz überlegen. Ja, das, ich sagte ja, ne, das mit den Plattformen, die da von links nach rechts sich verschieben, gefällt mir eigentlich ganz gut. Haben wir auch schon mal so gesehen. Ich bin mir recht sicher, dass auch tatsächlich aus einem richtigen Mario-Level mal. Aber das ist ja nicht schlimm, um Gottes Willen. Also wenn man da Sachen kopiert oder so. Vielleicht verwechsel ich auch gerade etwas. Wenn dem so sein sollte, dann entschuldige ich mich natürlich vielmals. Aber ich sage ja, das finde ich trotzdem vollkommen in Ordnung. Und deswegen auch, ja, verdient mal ein Herz dagelassen, ne? So, Warrior Frontier. Welt 8, meine Lieben. Die letzte Welt in dieser Super Mario World. Und das ist natürlich jetzt auch schon wieder diese coole Technik, dass wir hier unten diese Plattformen haben, die sich halt drehen. Ja, die einem jetzt den Eindruck vermitteln, als wenn wir jetzt auf Fahrzeugen stehen, die sich halt eben vorwärts bewegen. Ah. Jedenfalls kann ich euch sagen, ist es ja eigentlich nur das Bild, ne? Wenn wir ehrlich sind, das sich ja bewegt. Es ist halt ein Autoscroller. Aber diese, ich würde es jetzt mal optische Täuschung nennen, die wir da haben. Ich habe einfach das gleiche wie gerade eben. Das ist doch ein Scherz, ist das. Diese optische Täuschung, die wir aber jetzt hier haben, die finde ich schon cool. Ne? Das
Das muss man sagen. Und ja, auch da gehe ich wieder drauf. So, jetzt nochmal hier. Nochmal sammeln. Ja, und da ist jetzt auch die besagte höhere Schwierigkeit, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Auf die ich die ganze Zeit gewartet habe. Und ich sage ja auch, ne, also spätestens jetzt in der letzten Welt darf das dann auch mal etwas anspruchsvoller sein. Ja, da darf ich auch mal so ein paar von meinen Extra-Leben, die ich bis hierhin gesammelt habe, die kann ich auch gerne mal dann verlieren. Hm? Da ist auch das Ziel sehr schön. Ah, das gefällt mir schon ganz gut. Und für all die da draußen von euch, die Super Mario Bros. 3 kennen, gespielt haben, das ist auch eben dieses Level ist auch ein Einzellevel angelehnt von Super Mario Bros. 3. Da gibt es nämlich genau das gleiche eben mit den Panzern, so nenne ich jetzt mal, oder Fahrzeugen, die halt von rechts nach links fahren. Das sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Insofern auch da wieder ein Herz verdient. Jet Ship ist das nächste Level. Oh, okay. Die Geschwindigkeit hier nimmt zu. Sehr gut. Boah. Okay. Ja, das finde ich ziemlich cool. Vor allem, also, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ne? Aber ihr habt es ja gerade selber gesehen, diese Sequenzen, wo die Geschwindigkeit mal langsam. Ach Mist. Jetzt hatte ich meine rechte Hand nicht rechtzeitig am Controller. Jedenfalls die Geschwindigkeit, die dann mal schneller und mal langsamer wird, ne? Das ist natürlich auch richtig coole Sache und sieht man eigentlich auch nicht allzu häufig, würde ich jetzt mal sagen. Wow. Jo. Nein, nicht schon wieder. Oh. Was für ein Glück. Ein Hoch auf den Autoscroller. Oh Mann. Ah, sehr gut. Sehr gut. Leute, das ist genau das, was ich jetzt brauchte, um ehrlich zu sein, ne? Das ist. Jetzt wird's knackig, Leute. Jetzt wird es knackig. Ah, ich erkenne auf jeden Fall eine Steigerung von dem ersten Level hier gerade eben zu dem zweiten. Bin mal gespannt, was jetzt hier noch kommt. Da bin ich mal gespannt. Lava Lake Pathway. Okay. Eigentlich würde ich ja schon gerne da einfach auf den Knochen drücken, springen und weiterkommen, ne? Ich wusste, dass das kommt. Oh. Ich dachte eben schon, dass wir da jetzt irgendwie hängen bleiben an dem versteckten Block und dann war es das. Mhm.
Was mache ich denn? So, jetzt heißt es also einfach hier durchrennen. Keine Zeit verlieren. Oh. Komm, wir gehen einfach durch die Röhre. Ich habe jetzt keine Lust, noch weitere Leben jetzt irgendwie hier für wegzuschmeißen. Das lohnt sich einfach nicht. Ja. So, guck mal da. Steckenblock mit dem Extra-Leben. Ich kann mal gucken. Eigentlich müsste ich doch... Komm ich da nicht durch? Muss halt den Sprung da genau timen, nämlich genau so. Und dann gibt es nämlich da zur Belohnung eben auch die 30er Münze. Okay. Hier jetzt eben klein zu sein, ist dann auch wiederum, ja, doch ein Vorteil, würde ich mal sagen. Jetzt hatten wir eben schon, ich wollte schon sagen, wir hatten gerade eben schon Flammen gesehen, ne? Die von der Seite kamen. Und wenn wir das haben, ist ja der gute Bowser eigentlich auch nicht allzu weit weg. Gut. Das ist dann wahrscheinlich... Ah, komm. Schon mal der Vorkampf, sag ich mal. Oder? Ich müsste gerade überlegen, gibt es eigentlich auch den Knochen-Bowser? Müsste es doch auch geben, oder? Das ist natürlich interessant, wenn wir dann gleich nochmal auf den treffen, aber als Knochen-Bowser. Bowser. Jaisal Heights. Also nach dem Motto... Bowser ist dann halt wieder auferstanden und möchte sich ein letztes Mal mit uns eben, ja, messen. Ne? So. Die 30er Münze würde ich mal versuchen mitzunehmen. Sehr gut. Ja, okay. Da hätte ich schon von der linken Seite da oben her laufen müssen. Steht schon ganz groß GG. Noch haben wir Bowser nicht besiegt, aber jetzt. Okay, das war jetzt dann das zweite Aufeinandertreffen gegen Bowser. Wieder mit einem Gegner auf dem Rücken. Gerade eben war es ein Goomba, jetzt war es ein Hammerbruder. Mhm. Jetzt bin ich mal gespannt, was das letzte Level uns jetzt hier bringt. Also von den ersten beiden Leveln hier war ich sehr angetan. Ich glaube, das konnte man mir ansehen. Final Boss Part 1. Die zwei jetzt danach. Weiß ich noch nicht so ganz. Aber wir gucken mal. Yeah.
Jetzt für eine Sekunde, das war es dann jetzt auch. So, hier schnell hoch. Sehr gut. So, und hier gehe ich doch mal davon aus, dass wir doch jetzt dann eben den finalen Kampf haben gegen Boserino. Ja, das ist natürlich auch eine gute Idee, diese Flammen, die er dann im Bowser spuckt, entsprechend da, ja, kommen zu lassen. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, mit Glück nimmst du den Propeller und kannst das Level so beenden, wie ich es gerade gemacht habe. Mit Pech nimmst du die Feuerblume und dann hast du etwas größere Probleme. Jetzt muss ich gerade überlegen, was mache ich hier mit dem letzten Level? Also den Bosskampf fand ich jetzt gerade ein bisschen zu lame, bin ich ehrlich. Weil wir einfach gerade eben schon zweimal vorher diesen Part hatten gegen Bowser, wo wir einfach über ihn springen mussten. Auch das ist natürlich ganz klassisch Mario, ich weiß. Aber da dürfte schon gerne auch noch mehr kommen. Insofern. Nee, komm. Wir nehmen das mal so hin. Da kommt die Abschlusssequenz. Ja, damit auch die Bestätigung, dass wir die Super Mario World jetzt abgeschlossen haben. Und ja, was bleibt als Fazit? Drück mal eben kurz die A-Taste. Denn, ja. Wir hatten jetzt, ja, durch die Reihe eigentlich solide Level gehabt. Ich hätte mir hier und da vielleicht, ja, doch noch, weiß nicht, irgendwie die eine oder andere coole Idee hätte ich mir gerne noch da gewünscht. Also auch jetzt nichts irgendwie, was das Rad neu erfindet, ne? Das ist ja auch so ein Ding, weil inzwischen haben wir schon alles gesehen, so in dem Spiel. Und dann sind die Möglichkeiten auch irgendwann begrenzt, sag ich mal. Ne? Wenn man da vielleicht hier und da noch irgendwelche Techniken sonst noch mit einbaut. Ja, ich weiß nicht, tue mich da ein bisschen schwer. Ne? Ich sage eigentlich, auf der einen Hand will ich ein normales oder klassische Mario-Level haben. Die dürfen aber auch schon mit der Zeit einfach ein bisschen anspruchsvoller werden. Ich sage ja, die ersten beiden Level der von Welt 8, die fand ich schon, wo ich sage, jo, alles klar. Die waren on point dann auch von der Schwierigkeit her. Danach die beiden Level, gut, da habe ich viele Level weggeworfen, weil ich einfach ungeduldig war. Das war ich selber schuld. Das hat aber jetzt nicht damit zu tun, dass das Level so schwer war. Wie gesagt, einfach meine Ungeduld geschuldet in der Form. Ja, aber trotzdem, ja, hätte man hier und da vielleicht noch bisschen was besser machen können, aber was soll ich sagen, Leute, ich habe selber keine Level gebaut, ja, es ist, ich lehne mich da ganz weit aus dem Fenster, aber dennoch muss man sagen, sind die Level ziemlich cool, man kann sie spielen, sie sind entspannt und ich sage, in der Endlos-Herausforderung, wenn so ein Level reinkommt, würde ich wahrscheinlich durch die Reihe ein Herz dafür vergeben, weil die immer noch 100-mal besser sind als die Level, die wir so reinbekommen in die Endlos-Herausforderung. Insofern würde ich jetzt nicht sagen, dass die knapp 2 Stunden, die ich jetzt damit verbracht habe in den beiden Videos insgesamt, dass das jetzt verschenkte Zeit war. Das will ich nicht sagen. War auf jeden Fall ganz gut. Hat Spaß gemacht. Cyan Gamer in der Hinsicht ein guter, würde ich sagen. So, das soll es dann auch für das heutige Video gewesen sein, meine Lieben. Wenn es euch gefallen haben sollte, ihr kennt das ja, ne, wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, gerne das Video liken, gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr es bis hier noch nicht macht. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Woche wiedersehen. Was wir dann in der nächsten Woche machen werden, weiß ich bis
jetzt noch nicht. Muss ich mir noch irgendwas überlegen. Vielleicht dann wieder endlos Herausforderungen. Vielleicht aber auch nochmal irgendein Super Nintendo Klassiker, den ich nochmal ausgrabe, ausbuddel, den wir uns vielleicht mal anschauen. Wir gucken mal. Lasst euch auf jeden Fall überraschen. Bis dahin, euch noch eine gute Zeit. Passt auf euch auf. Und ja, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.